Ja, diesmal wollen wir eine UI bauen, die uns das Filtern erlaubt. Ja, war eine Frage in den Kommentaren. Also wenn ich hier eine Liste mit Werten habe, wo ich zum Beispiel den Max-Muster etc. habe und ich sage hier, ich will filtern, ich will diese Liste filtern, während dem Tippen, dass er mir gleich das macht und auch natürlich mit MVVM ein Best-Practice-Beispiel. Also wenn es interessiert, dranbleiben bis zum Ende. Wir machen genau dieses Beispiel, das ich hier jetzt ja, gerade gemacht habe. Sehen wir uns mal an, wie wir so eine List-Filtering machen können mit MVVM. Dazu brauche ich natürlich zuerst eine UI, eine, was nennen wir, Person-Klasse mit Vorname, Nachname und Job-Description zum Beispiel oder sowas in der Art. Und naja, weil vieles davon kennen wir schon, das heißt, ich werde jetzt das mal etwas schneller nach vorspulen, zumindest bis die UI steht, bis wir zu dem Thema kommen, wo wir wirklich Richtung Filtering kommen. Zwischendurch vielleicht noch ein mal kurz erklärt, okay, das Video findet ihr dort oder so in der Art, damit all diejenigen, die jetzt noch nichts wissen oder hier frisch einsteigen, dann auch diese Sachen können mit List Binding und Custom View etc. etc. Also zuerst mal die zwei Basis-Dependencies machen für das View-Model und das Property-Changed, für das Command, besser gesagt für das Delegate-Command. Ja, und dann das View-Model bauen und das machen wir jetzt mal. Es geht darum, dass wir ja die Listbox so designen, dass die Personen auch dann entsprechend dargestellt werden. Okay, wir haben hier die UI, einen Button, wo wir eine neue Person hinzufügen wollen mit dem Add New Person Command. Das brauchen wir dann natürlich. Ein Label für Filtering, eine Textbox, wo wir den Filter auch binden. Das ist das, was die User sozusagen eingibt. Die Listbox mit der Item Data, sowas, wo wir dann sagen, okay, das ist die Liste der Personen, die wir eigentlich filtern wollen. Und dann ein Eintrag besteht aus Fullname und Job. Okay, das soll mal so ungefähr unsere UI sein. Jetzt brauchen wir natürlich noch einiges an Sachen, die wir machen müssen. Eben diese Eigenschaften wie End New Person Command etc. Ich habe mal kurz neu gebildet. Steuerung Shift B übrigens der Shortcut, wer es nicht weiß. Wie gesagt, schadet in WPF ja nie. Gut, Filter machen wir mal das View Model. So, jetzt haben wir eine UI. Wir haben jetzt das View-Model so weit gebaut, dass wir uns über das Filtering Gedanken machen können. Ich habe hier im Konstruktor mal, also da gibt es diese List-Data, das sind sozusagen die Daten in der Liste, und ich habe im Konstruktor einmal Dummy-Werte reingegeben. Und ich habe auch gesagt, wenn wir den Button haben mit Add New Person Command, wenn wir da draufklicken, sozusagen wird die Action ausgeführt, wo wir noch den Herbert Bossinger, also den Chef, in die Liste mit aufnehmen wollen. Ja, also wir haben, normalerweise wird natürlich das hier aus einer Datenbank oder aus einem Entity Framework oder wo auch immer hergeladen, aus einem Repository Klasse, etc. etc. Wir wollen hier ja nur das Filtering zeigen, das wir dann jetzt so auch mal direkt im RAM machen. Das ist sozusagen unsere Ruheliste mit den Rohdaten, die wir, wie gesagt, normalerweise aus einer Datenbank oder irgendwas Ähnliches holen. Gut, hier soll
die Filtereigenschaft sein. Das ist die Eigenschaft, die eben gefiltert wird, und die Liste Data sind die Personen, die angezeigt werden. So, dann schauen wir mal, ob das auch funktioniert. ListData. Gut, einmal Play gedrückt, kurz gewartet. So, wo ist unsere App? Hier kommt sie. Die Liste scheint sehr leer zu sein. Hier haben wir einen Fehler. Enumerable listed the property not found in main window view model. List data not found in main window view model. Ja. Gut, er kann es nicht binden. Machen wir diese Eigenschaft, ist privat. So, also das haben wir jetzt. Und wir wollen jetzt eben filtern. Hier Fullname noch klein geschrieben. Passt. Zu Beginn haben wir diese Liste. Das ist die vollständige Liste mit allen Daten. Wir brauchen aber zur Anzeige eigentlich ja dann einmal die vollständige Liste, einmal die gefilterte Liste. Also binden wir gleich auf eine gefilterte Liste. Ja, ich gehe hier ins Main View, ins Main Window, und ich binde hier eben nicht die List Data, sondern Filtered List. So, diese brauchen wir natürlich auch. Das heißt, ich gehe ins ViewModel, ich mache eine Public Observable Collection, damit eben das Data Binding funktioniert, auch wenn Elemente hinzu und wegkommen. GetZ ist gleich New Observable Collection von Person. So, diese Filtered List, das sind die Rohdaten, die brauchen wir jetzt eigentlich in dem Sinn nicht mehr public machen, weil wir ja nur mehr die gefilterte Liste binden wollen. Also machen wir eine Variable draus. Und Variablen sind ja kleingeschrieben, Steuerung Shift RR, ListData, da benennen wir gleich alles um, damit es kleingeschrieben ist, wir sind laut Encoding Guidelines auch gehört. So, also wir binden jetzt diese Liste, die ist noch leer, und jetzt wollen wir natürlich das so nicht machen, sondern wir sagen, okay, jedes Mal, wenn sich zum Beispiel diese ListData ändert, dann soll sich auch diese Filtered List entsprechend ändern. Und diese ListData ist eine Observable Collection, also können wir hier ein Event auf ein Event registrieren, Collection Changed. So, hat natürlich Sender und Event Args, und wir sagen, wenn diese Collection verändert wird, dann rufen wir eine Funktion auf, DoFiltering, wo uns entsprechend in diese Funktion wird uns entsprechend dann diese Filtered List aktualisiert. Ja, diese Filtered List, also diese Filterfunktion brauchen wir auch, wenn sich der Filter ändert. Ja, dann machen wir das Race Property Changed, und wir machen auch hier dieses DoFiltering. Also auch hier rufen wir die Methode DoFiltering auf, die uns dann eben erlaubt, diese Liste zu aktualisieren, neu zu befüllen. Und ja, das machen wir jetzt noch. Die Methode kann private sein, void DoFiltering. Und in dieser Methode werden wir als erstes mal die Liste löschen. List.filtered, List.clear. So, dann wollen wir mal case-insensitive sein. Also string value ist gleich List.filter, Fragezeichen.toLower. Nicht lookup, sondern lower. Ich wandle sozusagen den Filter, der in der Variable steht, in Kleinbuchstaben um. Sollte dieser null sein, dann geben wir null zurück in diesem Value rein. Gut, und jetzt gehen wir jedes Element in dieser ListData durch, varItem, also für jede Person in ListData, und sagen, wenn der Filter leer ist, String is null or empty, Filter, oder wenn item.fullname, also der vollständige Name, to lowercase insensitive, contains the value, also wenn das Zeichen drin vorkommt, oder von mir aus in item.job.toLower. Ja, also auch im Job wollen wir suchen, contains value, das ist unser Filterkriterium, dann geben wir das in diese Liste hinzu. So, machen wir es so, dann ist das definitiv ein leerer String und kein Null. Also, wenn
Wir gehen die Originalliste durch, jedes Element, und wenn es dem Filter entspricht, dann gehen wir es in diese Filtered List. Die Filtered List ist eine Observable Collection, demnach feuert es das Event und demnach wird auch die UI aktualisiert. Zumindest in der Theorie. Mal schauen, ob es funktioniert. So, was sagt er? Wuppdiwupp, wir haben hier unsere Applikation. Wir suchen nach L. Sales, Müller, Development, LO. Ja, jetzt sind die Developer da. U, Mustafa, Susi, Müller. Und jetzt sage ich von mir aus auch noch, ich suche nach U. Ja, ist das Susi nicht dabei? Ich sage Add New Person. Und auch der Bossing ist jetzt dabei, weil eben durch dieses Add, durch dieses Command wird dieses Element hinzugegeben. Wir haben uns, also hier ist das Source Code nochmal. Durch das Add wird die Person hinzugegeben. Dadurch wird die Collection verändert. Das Event Collection Changed wird aufgerufen und dann sofort neu gefiltert. Und wenn der Bossinger, wie in diesem Fall, eben den Kriterien entspricht, dann gilt auch der in dem Filter und die Liste wird aktualisiert. Natürlich kann man jetzt in der Praxis, wenn man hier gegen das Filtering nicht in Memory macht, so wie wir hier, sondern wenn man da gegen die Datenbank geht, dann will man nicht immer on the fly filtern, sondern zum Beispiel erst, wenn eine kurze Deep-Pause ist oder so in der Art. Das muss man dann noch reinmachen, dass er den Request sozusagen nicht immer macht. Wenn interessiert, wie es geht, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich auch dazu noch ein Video. Gut, also zusammengefasst. Erst gefiltert die Originaldaten in die Liste geladen, in diesem Fall dummymäßig, dann eben die Filtered List und die Filtering-Methode dann entsprechend gebunden, wenn sich die Originaldaten verändern oder wenn eben der Filter sich verändert, dass diese Filtered List neu befüllt wird. Wenn wir in die Datenbank filtern lassen, dann würden wir nicht zwei Listen brauchen, würden wir natürlich diese immer neu befüllen mit den neuen Werten von der Datenbank. Müssen wir uns aber natürlich auch ums Clear kümmern, also wenn der Filter leer wird, dass er dann wieder alle Daten lädt. Oder zumindest die Anzahl, die wir halt anzeigen wollen. Na gut. Viel Spaß beim Selbstausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.